So, Preis auf dem Weltmarkt. Da müssen wir jetzt nochmal wieder nachgucken. Wir haben jetzt lange keine Prozessoren mehr exportiert. Und wir haben schon lange nicht mehr nach dem Handelsdepot geguckt, weswegen ich das nicht finde. So, zack. 70.000, das ist schon besser. Das ist schon besser. Liegt das jetzt echt daran? Dann warten wir noch mal ein bisschen, würde ich sagen. Bleiben noch mal ein bisschen im Speedo-Modus. Ich trinke mal eben einen kleinen Slug. So. Und dann bin ich mal gespannt, ob der jetzt wirklich noch weiter steigt. Wir haben natürlich jetzt schon die 1 Million verloren, die ich angesprochen habe, bevor wir diese Aktion gemacht haben, dass wir keine Prozessoren mehr verkaufen. Dass jetzt wahrscheinlich auch überall die Lager vorlaufen und so. Und dass wir eigentlich auch ein bisschen Kohle sparen könnten, indem wir die Prozessorfabrik abschalten. Eine. Zwei. Ne, die lassen wir an. Da. Drei. Obwohl, die produziert noch, die lassen wir auch erstmal an. Zack. Ausgaben halbiert, möchte ich mal eben sagen. So, und das ist natürlich dann auch ein bisschen besser für unsere Finanzen. Da verdienen wir nicht ganz so viel Geld. Werden wir auch hier gerade kein Geld einnehmen. So, und jetzt gehst du aber nochmal bitte hoch hier, ne? 70.000. So, wir haben 68.000. Mit 68.000 haben wir ca. 860.000 pro Tag Gewinn gemacht. Das heißt, wir brauchen also mindestens 88.000. Ich glaube, das gab es schon mal als Zahl. Das ist so das Höchste, was am Weltmarkt gezahlt wird für Prozessoren. Brauchen wir, um überhaupt an die Grenze der 1,5 Millionen pro Tag zu kommen. Ja? Und das kann ich hier auch nochmal zeigen in der Elektronikzentrale. Da, 1,5 Millionen täglicher Gewinn muss erzeugt werden, damit wir upgraden können, damit wir die Unterhaltungselektronikzentrale oder so, die Unterhaltungsabteilung, glaube ich, aufstellen können. Und dementsprechend mit Fernseher- und PC-Bau beginnen können, für die Arkologie natürlich. Ja, ob das nochmal was wird, ich weiß es nicht. Schlimm, diese schlecht ausgebildeten Arbeiter. Ich glaube dir kein Wort glaube ich dir. Wir haben. Okay, ein paar Sims sind nicht angemeldet. Warum eigentlich nicht? Können wir das hier sehen? Nicht angemeldet. So, und ihr wohnt direkt neben der Uni. Und das ist auch ein verlassenes Gebäude. Aber hier, was ist mit euch? Hier ist auch nochmal ein verlassenes. Nee, das ist noch das gleiche gewesen. So, aber hier sind doch gar nicht so viele. Immer mal hier so da so ein paar. Kann natürlich sein, dass die Schulbusse nicht hinterherkommen oder auch nicht durch den Verkehr. Das kann auch sein. Aber jetzt würde ich zum Beispiel sagen, laut Karte haben wir nicht so viele nicht angemeldete Sims, aber laut dieser Karte schon. Okay, jetzt sind hier wieder welche, jetzt sind sie aber auch wieder weg. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Jetzt sind hier wieder welche, aber die sind dann auch wieder weg. Als ob die mal irgendwie die Plätze switchen. Jetzt haben wir hier noch Technik-Niveau-Karte. Technikstufe 10. Achso, ja, klar, ist das. Windkraftwerk, das hat natürlich eine sehr hohe Technikstufe, das kann ich mir vorstellen. Wie sieht es überhaupt da aus mit dem Strom? 112 geht noch, Wasser geht noch. Wasservorräte gehen zu Neige, ey, halt die Klappe. Wenn ich jetzt wieder umbauen muss, dann bist du aber dran hier. Da geht nichts zu Neige. Ist alles blau hier, kann alles versorgt werden. Und das ist die Kläranlage, ich trottel. Hier. Aber hier geht's echt zu Neige. Das war doch tiefer blau, oder? Jetzt saugen wir hier unsere ganze Stadt an Wasser leer, oder was? La, 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 la. Hier könnten wir auch noch was hinstellen an Wasser. Können wir das vielleicht ausbauen? Nach da hinten wahrscheinlich nicht, ne? Ne, geht nicht über Straßen. Schade, schade. Die Wasservorräte gehen zu Neige. Also mit der Wiederverwertungsanlage ist wahrscheinlich voll, ne? Mhm. Aber die kann mal schön, wo wir jetzt gerade auch nicht produzieren, kann das mal schön hier angeliefert werden. Immer noch 70 und da können wir dann exportieren. Ne, gar nicht. Lokal verwalten, das kommt zur Arkologie. Ja. So, und hier laufen die Lager wahrscheinlich auch schnell voll. Die ganze Legierung, die wir jetzt am Start haben, die sich angesammelt hat. Überfall im vollen Gange. Ist ihr Haus betroffen? Mehr um 11. So, oha, oha. Wir scheinen sehr viel zu... Also sehr viel Material zu recyceln zu haben. Bipete. Bipete.
Ich kann euch nicht greifen. Passt mal auf, ich gehe mal eben so. Und dann gehe ich hier nah dran. Das sind nämlich die aus Supportland, ne? Müllwagen aus Supportland. Aha, Müllwagen aus Supportland. Haben wir dann auch Recyclingwagen aus Supportland? Nee, weil wir die bisher wahrscheinlich noch nicht gebraucht haben, ne? Geben wir nochmal ein bisschen Gas hier. Und gleich ist nämlich auch schon die Müllschicht vorbei. Ich denke mal, so um 8 Uhr hören die dann auch wohl auf zu arbeiten. Und dann ist hier noch ein Gebäude übrig. Mit recycelbarem Müll. La la la. Rums-dums-dums. Ja, das geht aber alles noch. Das ist alles noch cool, alles noch im Rahmen. Sonst müssen wir gleich irgendwann mal von Supportland aus ein paar Recyclewagen anfordern. Weil wäre unsinnig, wenn wir zu viel Material haben und das nicht verwenden würden. Es gibt wieder Trümmer in der Stadt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da, Grundbrand. Ja, Speedo-Modus, Weltmarktpreis. Was sagst du? Nichts. Ach. Ändert er sich immer erst um 12 Uhr? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Minus 7000. Betrug, Betrug, Betrug. Warum werden wir denn eigentlich immer betrogen? Von wem auch? Ich verstehe es gar nicht. Ding, 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 ding. Oh, ich wollte mal nach dem Verkehr gucken. Generell so. Feierabendverkehr. Ja, okay. Hier ist alles verstopft. Da brauchen wir gar nicht gucken. Hier ist alles verstopft. Da brauchen wir gar nicht gucken. Die Einfahrt ist verstopft. Da brauchen wir gar nicht gucken. Autobahn ist auch verstopft. Aber das geht noch. Das ist mehr so zähfließender Verkehr. Da, da, da. Hier, die Kreuzung stört mich ein bisschen. Ich würde am liebsten diese Querstraße hier wegmachen, obwohl da wahrscheinlich genau das Gebäude dran sitzt. Jawohl. Dann bringt das alles nichts. Ja, hier sitzt auch das Gebäude dran. Scheiße. Mir kommen hier ein bisschen zu viele Leute auch von dieser Seite und auch von dieser Seite und müssen da hin. Das sind zu viele Kreuzungen auf der Autobahn. Obwohl wir die ja schon echt reduziert haben. Aber das Verkehrsaufkommen steigt natürlich und wir können hier eigentlich nichts mehr machen. Nichts mehr und nichts weniger. So, oh, wir müssen gleich mal hier, ne? Yay, 99%! Das hätte uns gleich also eh Bescheid gesagt. Da gucken wir doch direkt mal, ob die Leute sich auch freuen und feiern. Ja, okay, jetzt ist natürlich mitten in der Nacht. Jetzt wird hier nicht mehr geforscht, weil keine Studenten da sind. Und das stelle ich einfach mal. Bam, bam, bam. Die Hochschule ist schwerer, als ich erwartet hätte. Ja, und du musst sogar... Also bist sogar so dumm, dass du die Universität für eine Hochschule hältst. Kann man wahrscheinlich aber auch beides dazu sagen. Ne? Ich will dich jetzt nicht als dumm diskreditieren, du armer, armer Student. So, hier sind wir schon auf dem Maximum. Das heißt, hier kann nichts mehr produziert werden, gefördert werden. Hier geht auch nichts mehr, natürlich nicht. Hier könnten wir aber noch einen Wasserturm hinstellen, würde ich mal sagen. So, sei zufrieden, du Drecksau, ey. Gibt's doch nicht. Aber wir verkaufen auch Wasser an Nachbarn. Warum eigentlich? Sollten wir das mal einstellen vielleicht? Man muss sich das für jeden Einzelnen einstellen? Ja komm, dann machen es die vier nicht. Dann haben wir da vielleicht eine etwas gesicherte Wasservorsorge. Das stelle ich doch jetzt nicht für alle, für jede einzelne Wasserpumpe ein. Was ist das denn? Wieso synchronisiert er das denn nicht einfach? So, gleich geht die Uni los und dann geht's auch mit dem... Yay! Raumfahrtzentrum freigeschaltet. So, einmal so, einmal so. Das ist der einzige Platz, wo wir es hinsetzen könnten. Großprojekt. Zack, da ist ein Großprojekt. Oh, nee, sag nicht, wir müssen eine andere erst fertigstellen. Bauprojekt Arkologie. Regionsansicht. Na, scheiße, ich dachte, wir könnten jetzt schon das zweite in Gang setzen, aber das scheint nicht zu gehen, oder? Großprojekt. Na, schickt uns immer wieder hier hin. Großprojekt und hier kann ich nichts anklicken. Ne, dann müssen wir anscheinend echt erst die Arkologie fertig machen. Aber das macht nichts, wir können in Bad Günzelshausen erstmal ein nächstes Forschungsprojekt starten, würde ich sagen. Komm her, Uni, komm her! So, die sind ganz geil vielleicht. Allerdings müssten wir dann wieder auf
Solarenergie umstellen. Und da gibt es ja auch diesen Batterieeffekt. Große Solaranlage für Großprojekt, nicht wahr? Jawohl, die haben wir schon erforscht. Thermischer Reaktor zweiter Generation. Genehmigung für den thermischen Reaktor zweiter Generation. Genehmigung für den Brutreaktor des Atomkraftwerks. Sauberer Kohlegenerator, sauberer Ölgenerator, chirurgisches Zentrum, das haben wir doch schon. Ermittlungsflügel, Großfahrtraumzentrum. Ja, ich würde ja doch schon eher in Richtung Stromproduktion gehen und hier so einen Brutreaktor. Oder erstmal den Reaktor zweiter Generation erforschen. Dafür brauchen wir eine naturwissenschaftliche Uni, die mit etwas Glück hier noch. Ach, die mit etwas Glück hier noch hinpasst. Nicht genehmigt? Warum nicht? Warum nicht? Na, warum nicht? Na, warum nicht? Hier die naturwissenschaftliche Uni, warum nicht? Na? Sorgen Sie dafür, dass an einem Tag mehr Studenten unterrichtet werden, um die nächste Upgrade-Stufe zu erreichen. Wie mehr? Noch mehr? Ich bin am maximalsten, ey. Da, ausgelastet, sind zum Unterricht. Ach ne, gar nicht ausgelastet. Wie viel Platz haben wir denn überhaupt? Das sind die Wohnheime. Ja, wann kann ich denn die Wirtschaftsuni dann bauen, sag mal? Die naturwissenschaftliche natürlich. Das verstehe ich nicht so ganz. Müssen wir nochmal ein Wohnheim bauen? Ich meine, wir könnten natürlich noch ein Wohnheim bauen, aber hier ist auch recht wenig Platz. Ach du Scheiße, und die naturwissenschaftliche ist genauso groß wahrscheinlich wie das Wohnheim hier. Das heißt, wir haben keinen Platz, hier was hinzubauen. Müssen wir noch die Wassertürme wieder platt machen. Aber erstmal ins Handelsdepot reinschnieken hier. 51.000, 70.000. Ach, ich breche. Ich breche ins Essen. Wow, was zur Hölle? Was zur Hölle? Ja, sag bloß, es brennt. Hey, pass auf das Feuer auf, es greift noch über. Alter Schwede! Das schäbige Hotel, es brennt. Jemand fand es zu schäbig und musste es in Brand setzen. Musste es anzünden. Los, Feuerwehr, los, los, los. Boah, direkt mit zwei Wagen. Feuer, los geht's. Herkunft, Gasthaus-Panel. Die waren im Gasthaus, die waren was essen oder was? Oh, das ist schon abgefackelt. Ach nee, nicht genug Lieferung, okay. Dann gibt's hier nochmal eine dicke Explosion obendrein und jetzt ist das Gebäude komplett abgebrannt. Und auf der gegenüberliegenden Straßenseite hat's schon übergegriffen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier auch schon, ach du Scheiße. Ja, da hat die Feuerwehr gut zu tun. Sollten wir da vielleicht nochmal einen Wagen hinsetzen? Ah, hier ist auch schon alles so voll. Aber es sind alle Löschfahrzeuge im Einsatz. Zack, da geht noch einer. Und hier geht leider keine mehr. Aber wir haben schon eine Garage für die Chemiebrandkacke da. 60.000 für einen Flugwehrlandeplatz, Feuerwehrlandeplatz. Im Handumdrehen Brände löschen, achten Sie nur darauf, dass ausreichend Wassertürme zur Verfügung stehen. Diese Maschine braucht nämlich große Mengen an Wasser. Aha. Geil. Dann fliegt die zu einem Wasserturm, holt sich da Wasser und löscht dann, oder was? Oh, ist ein geiles Flugzeug, aber ist viel zu teuer. 1.700 die Stunde, das können wir uns noch nicht leisten und erlauben. Viel zu teuer, auch jetzt, wo wir gerade eh miese machen und keinen Reingewinn haben. Hier brennt es auch noch. Oh. Hier können wir auch erstmal zumachen. Grundbrand. Drei verlassene Gebäude und ein Trümmer sogar hier. Da, da. La, la, la. La, 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 la. Da sind die Trümmer, ich habe sie nicht gefunden, das gibt's doch nicht. So, und jetzt wird hier natürlich auch wieder fleißig aufgebaut. Wo Trümmer ist, fallen auch Späne. Ne? Ja. Da war's genau. 176.000, obwohl hier noch gebaut wird, das ist gut. Das ist gut. Ist die wirtschaftliche Uni, die naturwissenschaftliche, schon freigeschaltet? Nein, warum eigentlich nicht? Das ist eine echt undurchsichtige Ansage. Hier sorgen sie dafür, dass an einem Tag mehr Studenten unterrichtet werden. Wie mehr als was?
Ja, das verstehe ich nicht. Herzlichen Glückwunsch. Müssen wir vielleicht Gymnasium dicht machen oder was? Oder hier ein paar Sitze zumachen? Gestern im Unterricht nur 451. War gestern Sonntag? Nein, gestern war November. September meine ich auch natürlich. Ja, wir gucken mal eben, ob sich das hier so beibehält. Dass nur so wenig Leute im Unterricht, in den Unterricht gehen hier aufs Gymnasium. Wenn das nämlich so ist, dann... Obwohl, vielleicht können wir hier auch nochmal ein paar Schulbusse. Nee, kann man nicht. Wenn das nämlich so ist, dann hauen wir hier wieder ein Klassenzimmer weg. Ja, und dann müssen die ja, oder gehen die eigentlich zum Gymnasium. Zur Universität. Tut mir leid. Warte mal, was wäre denn, wenn wir die dicht machen? Einfach mal so. Machen wir jetzt einfach mal die Schule dicht. Gucken uns an, wie es sich verhält hier. So, Details. Zusätzliche Schreibtische 0 angemeldet, bla. Nicht angemeldet, 1200. Okay. Ist natürlich jetzt viel. Jetzt ist natürlich die Frage, gehen die alle zur Uni? Frage, die wir erst morgen klären können, weil es wird schon wieder abends. Dann kann ich die auch mal eben auflassen. Obwohl die 2600 kostet, das Gymnasium. Oh Mann, wie teuer ist die Uni? 3600, oh Mann. Naja, was sagt der Weltmarktpreis? Stimmt, wir warten nochmal bis 12 Uhr. Vielleicht wird er dann in die Höhe getrieben. Das kann ja wirklich sein. So, was macht der Schiebeturm von Pisa? Der ist bei der Arbeit. Alter, hat gestern 59.000 Profit gemacht. Das ist sehr gut. Ich weiß gar nicht, wie die verteilt werden. Die werden ja hier irgendwie auf die Spezialisierung angerechnet oder so. Die kriegen wir ja nicht jeden Tag jetzt, oder? Weil sonst hätten wir schon lange irgendwann mal 59.000 gekriegt. La, 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 la. So, und hier ist das Schöne. Nachts muss man hier gar nicht in die Verkehrsansicht gehen, um zu sehen, dass die Straßen hier rot sind. Weil, ja, wenn die Leute da stehen mit ihren Rücklichtern, dann sind die automatisch rot, ne? Da brauchen wir uns gar nicht mehr so angucken, da man sieht einfach, dass die rot sind und dass da keine Sau durchkommt. Hier gibt's kein Ein, kein Aus. Und das ist auf jeden Fall was ich mir bei der nächsten Stadt überlegen werde, wie ich das mache. Da werde ich alles mit Autobahnen zupflanzen. Und möglichst wenig Kreuzungen zulassen auch. Vielleicht ist ein Kreisverkehr ja echt auch mal die Variante, um sowas hier zu lösen. Obwohl, nee, vielleicht dann eher in so kleinen Gebieten, wo dann auch keine Straßenbahn ist. Zweispuriger Kreisverkehr wäre doch eigentlich optimal. Sofern die AI natürlich klug genug ist, damit umzugehen, das ist natürlich klar. Hier ist immer noch nichts genehmigt. So, und wir haben nach 12 Uhr mal eben gucken, was die Preise sagen. Sie haben sich nicht verändert. Ich betone nicht. Ja, passt mal auf, das hat doch keinen Zweck. Wir... Obwohl, warten wir noch? Komm, wir gehen nochmal in den Export und wenn der Preis jetzt wieder sinkt, ja? Ja, wenn der Preis jetzt wieder sinkt, dann wissen wir, dass das Auswirkungen hat und dann warten wir noch länger. So, hier wird erstmal die Prozessorfabrik wieder angeschmissen, überall. Ach, so natürlich, du kommst an, dann kommst du wieder an und dann machen wir wieder etwas Kohle. Zack, da ist schon der erste Verkauf gewesen wahrscheinlich. Jawohl, 70.000. Sehr schön. Jetzt haben wir uns natürlich schon 5 Stunden vom Tag geklaut. Das heißt, der nächste Tageswechsel und der nächste Transaktionsbericht wird nicht repräsentativ sein für eine komplette Tagesproduktion an Prozessoren. Boah, ich kann nicht sprechen heute. Es ist zum Heulen. Zu viele Opfer meiner Sprachfehler. Zack. Zack. Noch was. Noch was. Kommt her. Kommt her. Krieg ich den Bulldozer ins Gesicht? Wo ist der letzte Trümmer? Ah, hier. Zack. So, Feuerwehr scheint immer noch Probleme zu haben. Wir kommen nicht klar. Es ist immer noch die langsame Feuerwehr. Haben wir denn so einen Leuchtturm drauf, damit die Tür nicht so langsam aufgeht? Haben wir diese Glocke da, ne? Der Einsatzturm. Aber wahrscheinlich liegt es auch am Verkehr, ne? Das könnte es auch sein. Und was hast du zu bieten? Für die Universität gibt es unglaublich viele Möglichkeiten der Erweiterung. Ja, würde ich gerne, aber wie du siehst, ist alles nicht genehmigt. Könnte ich jetzt die Ingenieursuni abreißen?
um da dann die naturwissenschaftliche Uni hinzustellen? Wahrscheinlich nicht, weil wir dann das Raumfahrtzentrum nicht mehr bauen können, ne? Mhm. Und hier brennt es mehrfach. Oh mein Gott. Niedergebrannte Gebäude pro Tag 3. Gelöschte Brände pro Tag 7 von 10. Tatsächlich. Grundbrand. Hier brennt echt alles nieder. Und die Feuerwehr kommt nicht wirklich hinterher. Hier brennt es auch. Ja, Verkehrsproblem, würde ich mal sagen. Würde ich mal ganz stark behaupten. Und dementsprechend auch eigentlich eine sinnvolle Investition, so einen Polizeihubschrauber sich hinzustellen. Weil der kennt keine Verkehrsprobleme und das machen wir jetzt einfach für 60.000. 1.700 die Stunde.